Wir spielen ja eh nicht auf Profit. Ich spiele nur für Blut und Morde. Oh Gott. Das sieht groß aus hier. Was ist das da? Das da? So halbtransparent. Ist das ein Geist? Auf jeden Fall ist da ein Totenbeschwörer. Hier vorne ist auch irgendwas. Oder ist das ein Grafikfehler? Achso, das ist nur ein Skelett. Sieht nur so komisch aus. Ich weiß nur nicht warum. Hey. Hallo, Sie. Hallo. Hallo, Sie. Was war das? Ein Bogenschützen-Skelett. Willst du mich verarschen? Ich sollte vielleicht mal aufstehen. Das war schon. Dem in den Nahkampf hier so ein bisschen aufs Maul hauen. Weg, 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 weg. Und ich ohne Heiltränke. Na toll, Diablo lässt grüßen. Da war ich an einer Stelle in einer ähnlichen Situation. Den Amethysten nehmen wir mal mit. Was soll der Geiz? Looten können wir immer. Birgt diese große Kammer vielleicht irgendwelche Geheimnisse? Zauberbuch, Eichenhaut. Dann nehmen wir mal mit. Wird uns bestimmt noch nützlich sein. Im Moment steigern wir ja auch nur eine Gattung der Magie, nämlich die Zerstörungsmagie. Es gibt ja noch Wiederherstellung und Veränderung, glaube ich. Und Illusionen, ne? Es gibt drei oder vier Magieschulen. Bevor ich hier ins Wasser steige, speichere ich ab. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier unten... Oh, da geht es sogar weiter. So, dann einmal tief Luft holen und los geht's. Oh ja, hier ist ein Buch der Wasseratmung. Was wir jetzt mal spontan unter Wasser lesen können. Na, ganz toll. Ja, nee, das ist mir jetzt zu lang. Das nehmen wir mit, das lesen wir später. Ansonsten, was haben wir denn hier noch so? Ich könnte jetzt hier unter Wasser... Ertrinken, ich könnte ertrinken, ich könnte ertrinken, ich könnte... Oh. Gluck. Okay, das war... Oh, ich hänge fest. Das war knapp. Ich schwimme nur noch mal kurz runter. Ich will nur kurz gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Hier ist das Bett. Oder ist das nur das Buch? Hier ist eine Truhe mit Gold drin. Hier ist eine Kommode. Die können wir schnell durchsuchen. Sind nur ein paar Stiefel. Na gut. Schwimmen wir wieder nach oben. Ich bin versucht, ein letztes Mal noch zu gucken. Da war ja noch ein Tisch. Ich weiß nicht, ob man den vielleicht auch untersuchen kann. Diesen hier? Nee, kann man nicht. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee. Sonst ist hier nichts mehr, also... Ziehen wir mal weiter. Natürlich, nachdem ich schnell gespeichert habe. Mit dem Feuer, mit der Feuermagie, hätten wir den Zweigling vielleicht auch besser beikommen können. Hallo? Oh, hier ist die Schlafkammer. Dann sind wir wohl bald durch, was? Wenn die Totenbeschwörer sich an dieser Stelle hier sicher genug fühlen, um hier zu schlafen. Und jeder einzelne NPC in Skyrim, der hat ja seine eigene Tagesroutine.
Und er folgt einem bestimmten Tagesablauf. Das heißt, jeder einzelne NPC muss irgendwo eine Stelle haben, wo er dann zum Beispiel auch schlafen kann. Das ist ganz cool. Man kann theoretisch Tage damit verbringen, einfach nur zu gucken, was die anderen NPCs so machen. Und findet da vielleicht auch das eine oder andere Easter Egg. Es gibt da, ich habe mal gelesen, in Oblivion war das wohl. Oh Gott, nein. Da gibt es einen NPC, einmal die Woche legt er sich einfach mal zu einer fremden Frau ins Bett, mit der er sonst eigentlich nichts zu tun hat. Es gibt da keinen Dialog zu, man kann ihn nicht drauf ansprechen oder irgendwas. Es passiert nur einfach und wir sind tot. Wenn der andere uns jetzt verfolgt, sind wir tot. Müssen wir unbedingt uns so ein bisschen regenerieren hier und hoffen, dass uns der zweite Totenbeschwörer die Gelegenheit dazu gibt. Oh Gott, das sind ja schon wieder zwei. Na gut, er wird die eine da wiederbelebt haben, ne? Okay, ja, jetzt weiß er wohl nicht mehr, wo wir sind. Wir sind ihm erstmal entkommen, deswegen speichere ich mal wieder ab. Einfach nur so, dieser Typ, also der einmal in der Woche legt er sich dieser anderen Frau ins Bett und liegt da, schläft einfach nur. Man kann ihn nicht drauf ansprechen, man kann niemanden drauf ansprechen, es wird von niemandem weiter kommentiert, es passiert einfach nur. Das ist schon cool, wie so, wenn so kleine Easter Eggs dieser Art einfach mal versteckt werden im Spiel. Die man nur findet, wenn man wirklich danach sucht und gezielt zum Beispiel das Verhalten der NPCs beobachtet. Das ist aber nicht die, die wir gerade getötet haben, ne? Nee. Hallo. Hiha, hallo. Oh, hier ist auch jemand zur Asche zerfallen. Das war wahrscheinlich die... Oh, eine Robe der geringen Zerstörung. Aha. Ist vielleicht ganz interessant für uns. So, da hinten ist der zweite Kerl. Was war das? Hallo. Hier bin ich. Ich war das. So. So ein bisschen Dual-Wielding. Hinter der Tür scheinen wir etwas aufgeschreckt zu haben. Wir müssen also damit rechnen, dass wir gleich hier wieder Besuch kriegen. Und vor allem rechne ich ja damit, dass wir hier irgendwo noch einen Totenbeschwörer, Großmeister oder sonst irgendwas treffen. Weil das ist ja so eine richtige Nekromanten-Enklave. Da werden nicht nur irgendwelche Lehrlinge rumtingeln, glaube ich. Tragödie in Schwarz, das haben wir noch nicht. Das ist neu. Da unten ist ein beschädigtes Buch. Steinfragment. Winziger Seelenstein. Was liegt hier? Die dunkelste Dunkelheit. Auch dieses Buch kennen wir noch nicht. Zaubertrank der geringen Magiker. Hier könnten wir das Alchemielabor nutzen. Das will ich aber im Moment gar nicht. Boah, das ist aber auch verwinkelt hier. Frostsalz scheint sehr wertvoll zu sein. Überall liegen Trollschädel rum. Was ist das? Ein Arcana-Verzauberer. Haben wir schon mal was verzaubert? Oder kriegen wir da jetzt ein Tutorial für? Nee, anscheinend haben wir schon mal was verzaubert. Ich erinnere mich nur nicht mehr dran. Hier noch zwei Betten. Das sind bestimmt die Betten von den beiden Typen, die wir gerade erledigt haben. Die feinen Stiefel interessieren mich gerade nicht. Bücher. Vernacus und Borlua. Die Mischtaktiken, die haben wir schon. Hier sind Schneebären und Lavendel. Das Amulett der Könige. Die Ethereum-Kriege, wie viele Bücher es in diesem Spiel einfach mal gibt.
Ah, erkunde die Ruinen von Argentams. Das heißt, wir haben eben irgendein Buch aufgesammelt, das uns irgendeine Quest gegeben hat. Ethereum-Kriege, ne? Wartet mal, ich notiere mir das kurz. Ethereum-Kriege. Denn das sollten wir auf jeden Fall lesen, bevor wir dann diese Ruinen durchsuchen. Damit wir dann ein bisschen mehr Kontext dafür haben. So, müsste ich jetzt durch die Tür oder geht es da hinten den Gang weiter? Ach, die Tür ist verriegelt. Wie viel Dietrich habe ich denn? 34. Nicht, dass der Dietrich noch kaputt geht. So, mit viel Fingerspitzengefühl ist die Tür geöffnet. Hallo? Eine weitere Schlafkammer. Gott, ich sollte langsam anfangen zu zählen, wie viele Betten es hier gibt und was das potenziell bedeutet für die Anzahl an Gegnern. Ich meine, wir haben ja jetzt schon einige... Ach, die Kommode ist sowieso leer. Okay. Das weiß ich natürlich, indem ich mir die einfach nur angucke. Ich muss die nicht aufmachen. Wir haben jetzt hier ja schon einige Gegner erledigt. Aber ich glaube nicht so viele, wie es hier Betten gibt. Also das sind 4 Betten, da sind 2, da sind wir auf 6. Wie viele Betten waren das hier vorne? Muss ich mal kurz gucken. 6, 7, 8, 9. Wie viele haben wir jetzt erledigt? 5 oder 6 vielleicht? Also ein bisschen was kommt noch. Die sind dann wahrscheinlich hier weiter den Gang runter. Ich habe voll Lust, mich als nächstes dann nochmal in dieses Tal in der Höhle da zu begeben, wo wir das erste Mal die Zweiglinge getroffen haben, wo uns dieser eine Zweigling so in den Arsch getreten hat. Den will ich mir jetzt vornehmen mit unserem Feuerzauber und alles. Hier ist wieder ein Skelett, ich höre es doch schon. Wo versteckst du dich, Kreatur der Niederhöllen? Offenbare mir dein Antlitz. Nachdem ich gespeichert habe. Ich habe in letzter Zeit auch viel Schwarze Auge Blackguards gespielt. Das ist ja das neue Spiel von Datalink Entertainment. Oh, 2 Skelette. Ist so ein Taktik... Rollenspiel. Wow. Ist ganz cool. Im Nachhinein habe ich dann überlegt, ich hätte da vielleicht auch, Knochenmehl nehmen wir mit, ein Let's Play von machen können, aber 3 Rollenspiele auf einmal und so ein Taktikspiel, das brauche ich dann auch relativ lange. Wenn sehr viel Interesse daran, daran besteht, dann haut es doch mal in die Comments, dass ich das nochmal lesen kann. Vielleicht machen wir dann doch noch ein Let's Play von, sonst in absehbarer Zeit wohl nicht. Ich möchte niemals nie sagen, vielleicht kommt es dann doch noch. Na toll. Die Brücke, die sollten wir ganz schnell runterlassen. Das Problem ist nur... Das können wir gar nicht, weil das ist da drüben. Der Hebel. Glaube ich. Aber wir können ihn sich so lange an uns verausgaben lassen, dass er vielleicht in den Nahkampf gehen will dann. Da müssen wir mal drauf. Geronimo! Aua! Oh, der ist zäh. Und was der zäh ist hier, guckt euch den mal an. Aber er ist auch aus irgendeinem Grund auch irgendwie verbuggt. Der wehrt sich gar nicht mehr. Aua! Das hast du eben nicht wirklich gemacht. Meine Fresse. Aber hat uns wieder ein bisschen einhändiges Waffentalent gegeben.
Ich habe auch gesehen, habt ihr das auch gesehen? Hier unter Wasser, da ist noch jede Menge, wo es eventuell weitergehen könnte.